Das Beste aus Spanien, Italien und aus Frankreich, das gibt es natürlich hier bei uns in Goal und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen. In Frankreich, da geht es in dieser Saison ja so richtig spannend zu. Es gibt einen Dreikampf um den Nizza, Tabellenplatz 3 Inhaber. Die haben zumindest den arrogantesten Stürmer mit Mario Balotelli. Also wir schauen dieses Duell mit dem Derby del Sole. Klar, natürlich, es ging ja auch um einen Platz für die direkte Champions-League-Qualifikation. Der AS Rom, der Tabellenzweite, gegen den Dritten, gegen den SSC Neapel. Und das dürfen sie auf gar keinen Fall verpassen. Luis Enrique, der Trainer des FC Barcelona, der hat ja vor kurzem bekannt gegeben, dass er zum Saisonende auf. Aber bis dahin, da hat er wirklich einiges zu tun. Vor allem, wenn man sich das Champions League Rückspiel gegen Paris Saint-Germain vor Augen hält. Da erwartet 0:4. Und dafür braucht der FC Barcelona mindestens 5 Tore. Wie die Generalprobe am vergangenen Wochenende in der Liga gegen Celta Vigo war, das verrät Ihnen jetzt Sebastian Bernsdorf. Die Italiener, Neapel steht Kopf. Eine Riesen-Euphorie herrscht vor dem Rückspiel im Champions League Achtelfinale gegen Real Madrid. Auch wenn man natürlich nicht mehr an ein Wunder glaubt. Real hatte das Hinspiel ja mit 3:1 gewonnen. Aber ein Italiener gibt natürlich nicht auf. Vor allem, weil der Einzug ins Viertelfinale historisch wäre für den SSC Neapel. Hans-Joachim Wolf hat sich die Neapolitaner im Topspiel gegen den AS Rom genau angesehen. Am kommenden Freitag um 20.35 Uhr, da gibt es wieder Live-Fußball aus der Ligue 1. Und zwar die Begegnung Olympique Marseille gegen Angers. Natürlich, wie Sie es gewohnt sind, auf Sport1+. Und nächsten Dienstag um 23.15 Uhr, da sehen wir uns wieder mit der nächsten Ausgabe von Goal. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Freue mich auf Sie. Machen Sie es gut.